Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Impfberechtigte können mittlerweile unbegrenzt einen Impftermin online buchen. Am Donnerstag wurden 144.000 registrierte Personen per SMS über die Möglichkeit eines Impftermins verständigt. Diesmal haben die Impfberechtigten neben den Vakzinen Sinopharm, AstraZeneca und Sputnik wieder auch den Impfstoff von Pfizer-BioNTech zur Auswahl. Die zentrale Informationsstelle machte darauf aufmerksam, dass es in naher Zukunft erneut die Möglichkeit geben werde, sich für den Impfstoff von Pfizer einen Impftermin zu buchen. Die zuletzt verkündete Impfkampagne findet zwischen diesem Freitag und Dienstag nächster Woche in den designierten Krankenhäusern statt. Die Corona-Impfpass-Applikation ist in Kürze erreichbar. Damit sollen sich künftig geimpfte Personen ausweisen können, teilte die Regierungssprecherin mit. Die neue App wird den Namen, die Sozialversicherungsnummer, den Impftermin sowie den aktuellen Immunitätsstatus der jeweiligen Person enthalten. Jene Personen, die die Corona-Schutzimpfung bekommen haben, können dies über die App, die auf Apple- und Android-Geräte heruntergeladen werden kann, einfach und bequem nachweisen. Diese Applikation entnimmt die Daten dem zentralen Corona-Verwaltungssystem. Dadurch kann man den aktuellen Status der Immunität jederzeit einsehen. Auch im Ausland lebende ungarische Staatsbürger haben Anspruch auf den Immunitätsausweis, kündigte der Kanzleiminister an. Gergely Gulyás erklärte, die Regierung arbeite noch an dem Entwurf, die Details zur Regelung sollen aber in Kürze bekannt gegeben werden. Die Berechtigten können den Immunitätspass in den zuständigen Bürgerämtern beanspruchen. Voraussichtlich schon ab nächster Woche. Zur Erstellung des ungarischen Corona-Ausweises muss auch der ausländische Impfausweis vorgelegt werden. Ministerpräsident Viktor Orban hat die Biochemikerin Kotalin Koriko in seinem Amt im Karmelitenkloster empfangen. Die Ungarin, die weltweit als Mutter des Pfizer-Corona-Impfstoffs bezeichnet wird, trug mit ihren Forschungen zur Entwicklung von mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffen bei. Bei dem Treffen hat der Ministerpräsident der Forscherin seine Anerkennung für ihre Leistungen ausgesprochen. Dabei wurden auch Themen wie die internationale Rolle der ungarischen Wissenschaft sowie die Bedeutung der Schutzimpfung angesprochen. Die Außenminister der mitteleuropäischen Staaten trafen sich in Bratislava, um über die Möglichkeit freier Auslandsreisen nach der Corona-Pandemie zu beraten. Beim Treffen gab es Konsens darüber, dass Geimpfte aus Ungarn, der Slowakei, Tschechien, Österreich und Slowenien in der Touristensaison frei innerhalb dieser Länder reisen dürften. Peter Szijjártó sagte, Ungarn habe soweit 7 bilaterale Abkommen abgeschlossen und es seien noch weitere geplant. Der ungarische Außenminister sprach sich dafür aus, ein regionales Abkommen anzustreben, solange es keine einheitliche EU-Regelung zum Thema gibt. Und das waren die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.